Ja, schönen guten Morgen, Servus Leute. Also, es geht weiter und zwar kurzes Time-Wrap. Also, wir waren ja vor einer Zeit bei Deadhead Custom Rods, wo ich meine Oldschooler hingebracht habe zum Neuaufbau. Und heute ist der große Tag gekommen, an dem ich dahin fahre, die Routen bei dem Marvin abhole. Dazu werde ich nachher mal ein kurzes Video machen bei ihm, denn ich glaube, bei Marvin hat sich auch ein bisschen was getan. Er hat noch mal ein bisschen aufgerüstet bzw. umgebaut und ja, ich bin sehr gespannt, wie meine neuen Routen aussehen und wir sehen uns, wenn ich bei Marvin in Selm angekommen bin. So, liebe Leute, der Marvin ist schon wieder in der Kaffeeküche. Da sind wir wieder. Ja, sind wir wieder, genau. Also ich bin jetzt hier wie angekündigt bei Marvin bei Deadhead Custom Rods wieder angekommen. Und ohne Kameramann heute. Wir haben Sparmobil gefahren. Kameramann muss was anderes machen. Aber ich bin sehr gespannt, weil die Routen sind fertig. Die Routen sind fertig, genau. Ja. Und ein paar Sachen haben sich natürlich noch geändert zum letzten Mal, ne? Ich bin nicht mehr in der gleichen Werkstatt, wie wo ihr das erste Mal hier wart. Genau, das habe ich vorhin schon im Auto so mal kurz gespoilert. Und deswegen würde ich sagen, auf Marvin, jetzt müssen wir mal hier. Jetzt Ja, sind wir unbedingt. gespannt. Gerne, gerne, gerne. Mir nach. Ich verfolge dich mal unauffällig. Ja, mach das mal. Ich hoffe, das klappt hier wieder mit einigen Ja. Fokus-Fails bei Ja, mir. wir waren ja vorher hier, ne? Vielleicht, wenn die Leute nochmal. Hier sieht es zwar immer noch so, bin noch nicht Genau. weitergekommen, richtig, aber hier wird nichts mehr gemacht. Hier haben wir das letzte Mal gesessen, ne? Genau, hier haben wir letztes Mal Und gefilmt, heute sind Quatsch wir. geredet. So. Er hat der Fatih mal ein bisschen Ja. aufgemotzt, das Ganze. Mega, ey. Guck mal hier. Wow. Da hinten ein schöner Routenständer, ne? Alles vom Feinsten. Ja, ich gehe das nachher nochmal mit der Kamera ab und so. Und was hast du hier so Ja. alles gemacht? War viel Arbeit, oder? Ja, war in der Zeit irgendwie, ne? Also das war ein leerstehender Raum und nebenan war einfach zu klein, ne? Ich kam einfach nicht mehr hinterher und konnte keine Routen zusammenstecken im Raum an sich. Das war halt alles zu wenig. Und hier ist jetzt adäquate Größe. Hat natürlich wesentlich länger gedauert. Ich dachte, das machst du mal eben in einer Woche, wie man das ja immer so denkt, ne? Das machst du mal eben so. Hat ein Mal bisschen eben war länger. halt irgendwie überhaupt nicht, aber jetzt ist fertig. Ich bin auch heilfroh. Jetzt kann ich wesentlich mehr Routen lackieren, kann wesentlich mehr hier lagern und kann einfach auch ja, den Anfragen, die da sind, einfach irgendwie gerechter werden, als das jetzt Ja, sieht vorher der man, also Fall ist war. echt mit Liebe Ich habe es gemacht. mir halt versucht, auch schön einzurichten, ne? Klar, Weil ne? nur wo es schön ist, letztlich auch schön arbeiten. Genau. Ja. Ja, ich vermute mal, hier eine von Ja, diesen. irgendwo hier liegen auf jeden Fall die Routen, ja, genau. Da So. wollen wir gleich reingehen, sagst du. Genau, zeig mal rüber. Ja, ich nehme die mal hier so raus. Genau. So, das ist eine davon. Aha. Ich mach mal Sieht gut gleich aus schon mal so. hier aus der Entfernung. Ja, ne? So, warte, ich versuche das mal kurz mal hier mit meinen Fokus-Fails mal gerade mal drauf zu ziehen. Dann filme ich einmal rüber. Wir werden das ja alles im Detail eh noch mal Ja, zeigen. Warte mal, genau. halten wir Ich einfach wollte mal gerade gerade. Ich sagen. probiere mal hier. Jawohl. Super, wir werden das ja sowieso im ganz normalen nochmal richtig schön die Routen zeigen. Heute geht es ja einfach erstmal darum, dass Ja, wir sie genau. abholen. Und genau, ja. War viel Arbeit? Ja, aber nervig, ganz ehrlich. Also, ich sag's gleich, wie es ist, irgendwie, ne? Erzähl mal kurz, nur mal so uns jetzt vielleicht, weil dem Laien mal warum oder wo die Problematik liegt, bei so einer alten Route da ranzugehen. Ja, man kann es halt einfach darauf runterbrechen, halt, dass da halt irgendwie zwei richtig schrottige Dinger hier abgegeben hast, die halt wirklich richtig, richtig in die Jahre gekommen waren, ne? Der Lack platzte und blätterte ab, der war halt gelb wie Honig schon. War halt alles nicht mehr so richtig up to date, wie man sich das heute vorstellt. Die Route war nach wie vor super geil. Northwestern-Routen kennt man von früher noch und ist auch heute noch der Blank an sich toll. Aber da geht halt unheimlich viel Arbeit rein, leider, ne? Also die ganze Route zu strippen, von vorne bis hinten den ganzen Lack runterzumachen. Sowas geht halt leider immer nur von Hand. Es gibt für sowas keine Maschinen. Ich habe mehrere Stunden hier den Lack runtergekratzt, das Ding geschliffen, damit man auch die alten Ringpositionen und solche Sachen nicht mehr sieht. Ja, du hast mir ja zwischendrin mal Das. irgendwie geschrieben, so, da habe ich schon gedacht, da steckt dir Ja. schon Ja. Aufgabewillen in Ja, auf jeden Fall. da habe ich gedacht, der nimmt die jetzt und schmeißt sie Nee, wir draußen geben hier nicht auf. Also, wir können auch aus dem letzten Klump was Gutes machen, so. Und solche Routen verdienen das halt auch einfach, ne? Das waren halt früher schon Klassiker und da kann man auch heute immer noch was Neues und Schönes draus machen und. Ja, Ja, super. bin ja hier auch so ein Nostalgie-Fan, so ein Ja, bisschen, ne? klar, Ich habe ein ja. Herz, also wir haben ein Herz für Oldschool-Sachen so.
Und das war naheliegend. Aber wie gesagt, das hat das wirklich Zeit. Also in dem Sinne, wie wir das ja auch vorhaben, ist es ja auch das, dem Projekt geschuldet, ne? Auch ein bisschen, was wir damit noch vorhaben. Auf jeden Fall. Genau. Und ich werde jetzt hier gleich nochmal hier mal so ein paar kleine Sachen noch abfilmen. Ja. Und ja, Marvin, auf jeden Fall, sorry, dass ich dir so viel Arbeit beschert habe. Ja, es hat aber trotzdem auch Bock gemacht, ne? Am Ende des Tages. Ich mache ja auch hier nichts. Ist ja nichts Lebensessentielles hier, was wir hier bauen. So. Ich mache halt auch keine Sachen, die mich selber nicht auch anbocken. So, ne? Und das ist halt auch eine Sache, die hat mir wirklich Spaß gemacht. Problematisch war an der Route natürlich, dass die zum Beispiel die Beschriftungen, ich hätte gerne die alte Beschriftung, das immer. Ich mach mal kurz hier. Das ist immer erhaltenswert an so einer Route. Hätte ich gerne erhalten. Das war aber nicht machbar, weil die vom Werk auf unterschiedlichen Längen waren. Und ich finde das dann schon besser, wenn. Die habe ich komplett neu gemacht, die Beschriftung. Angelehnt an das Original, auch die Flagge und so wieder drauf. Und das hat alles Gleiches. Ne? Ich habe die Spitzen so eingekürzt, dass die wieder gleich sind und dass die auch auf dem Steg genug Platz haben vorne. Ich habe eine moderne Beringung gewählt für die Route, die aber schon noch nicht 5+1, sondern wesentlich mehr Ringe, das halt auch gut zu dem Blank passt. Und natürlich auch Fujisik-Ringe genommen, obwohl es die eigentlich nicht mehr gibt, habe ich die extra besorgt. Wow, ja, der steckt richtig Zeug drin. Dass das halt auch wieder so adäquat ist, wie es sich für diesen Blank halt einfach gehört. Und natürlich dann einen entsprechenden einzigartigen Kork drauf gemacht. Ja, das sieht echt gut aus. Nur tolle Komponenten. Ich bin gerade am Zweifeln, ob wir unsere Vorhaben damit wirklich so umsetzen oder ob ich die Dinger nicht einfach mal wirklich mir selber einnähe. Ja, mit der Problematik sehe ich mich ja ständig konfrontiert. Ja, genau. Ich möchte eigentlich also den Großteil der Routen, die ich hier baue, gar nicht abgeben. Also ich würde fast alle auch gerne behalten. Mhm. Aber so soll es auch sein. Also, ja, sehr nice. War toll. Tolles Projekt. Schön, dass ich daran mitmachen konnte. Jo, Marvin, erstmal herzlichen Dank. Ne? Wir werden jetzt mal ein paar kleine Eindrücke einfangen. Dann werde ich mich später auf den Rückweg machen, zurück. Und dann geht es natürlich auch angeln mit den Routen. Und das werdet ihr dann sehen in unserer Fortführung. Jetzt wahrscheinlich gleich, wenn es macht, Jump, sind wir nämlich am See. Und dann schauen wir mal, ob die Routen noch auch das machen, was sie, für was sie mal gebaut wurden früher. Ja, ich hoffe, die halten auch. Was hast du gesagt, wie alt sind die jetzt? Was schätzt also, du? Die müssten, wie gesagt, ich schätze mal Anfang der 90er oder Ende der 80er gewesen sein. Ich glaube, zuerst kam die Multi-Range raus, die war zuerst vorhanden. Ja. Und dann kam die Long Range nach damals. Aber das musste wohl 91, 92 gewesen sein. Also wenn man bedenkt, dass das Ding jetzt schon 30 Jahre alt ist, ne? Also und jetzt ist hier wieder so viel Leben drin. Müssen wir erstmal ein 60er fangen. Ja, mindestens. Ne? Sonst macht sich das ja gar nicht bezahlt, das Ganze hier, der Aufwand. Genau. Nee, Spaß beiseite. Also ich denke, da ist wohl nochmal wieder Leben für die nächsten Jahre drin, wenn sie jetzt nicht irgendwie einfach nur wegbröselt, was ist schon so alt. Das teste ich aus. Jo, alles klar. Geil. So, bis dann, ne?
Ja, guten Morgen, liebe Leute. Da können wir das Intro hier gleich beginnen. Ich bin ja jetzt rausgegangen, nachdem ich die tollen Routen abgeholt habe, die ich hier gerade in der Hand habe. Und wir waren jetzt gerade dabei, für euch einen geilen Naturporn zu bauen. Und jetzt ist tatsächlich abgelaufen. Und ihr habt euch eine Stella gewünscht und jetzt hört euch das Geräusch der Stella an. Gleich nochmal Schnur nehmen. Der ist gar nicht so schlecht, der Fisch, glaube ich. Geht schön nach links. Ja, mega Aktion, ey. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Aber ich muss mal sagen, hier so eine Oldschool-Route, die hat schon ganz schön Power. Ich habe vorhin ausgeworfen hier. Boah, der hat auch ganz schön Druck, der Bruder hier. Jungs, ich sag's euch. Das war hier ja mal ein richtiger Blitzbiss aus dem Nix. Wir waren gerade hier mit dem Slider zugange, um einen schönen Porn einzufangen. Real Talk. Und da pfeift das Ding hier uns um die Ohren, ey. Meister, der hat ganz schön Dampf, der Bruder, ey. Hä? Junge! Boah, der hat aber echt Dampf, ey. Jetzt geht er wieder hinten ins Ufer. Hoffentlich muss der Vater nicht noch schwimmen gehen, ey. Da hinten liegt nämlich ein bisschen Holz. Jetzt ist er schon fest, ey. Bin ich fest, ey. So ein Scheiß, ey. Jetzt ist das Ding hier komplett durch einen halben See geschwommen bis ans Ufer. Also entweder gehe ich jetzt mal schwimmen oder da hinten am Ufer lang. Hä? Was macht man da am besten? Ich muss da hin. Junge, ich muss mitkommen. Dschungelbrauns, ey. Junge! Kein Kescher am Mann. Jetzt muss man noch einen Kescher holen, Alter. Leute, ich sag's euch, so eine gottverdammte. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Hier. Ich hab die nur auseinandergesteckt, weil ich dahin sonst aus dem Dschungel nicht mehr rausgekommen wäre. Ey, was ein Shit. Das war ein richtig fettes Teil, Alter. Hast du das gesehen? Der hat da drüben gebissen. Ich war ja nicht weit draußen hier, so vielleicht 50 Meter. Und der hat ja einfach mal hier komplette volles Tabula Rasa bis da hinten in so eine umgekippte Weide. Ich bin ja gerade hinterher. Ich hab den nicht mehr gesehen, gar nichts. Einfach nur durch Schnur unten in die Wurzeln rein. Habe ich ein bisschen rumgemacht, aber da war es so tief, mir ist auch schon die Brühe hinten in die Warthose reingelaufen. Ja, alles abgerissen. Schlagschnur fort, Fisch fort. Ah, was macht man jetzt? Nochmal neu montieren, auswerfen, hoffen, dass noch einer beißt. Das nächste Mal, Alter, no joke, drehe ich die Kurbel zu. Da gibt es keine Schnur mehr. Das wäre jetzt eine richtige Einweihung gewesen, Leute. Das wäre es gewesen. Okay, ich mache mal alles neu. Da ist der Hunter etwas enttäuscht gerade. Ganz ehrlich, Männer. Ganz ehrlich. Ich hasse es ja nichts mehr, als einen Fisch zu verlieren. Und so unnötig jetzt auch noch. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ne, ich habe mit einem Arbeitseinsatz da hinten mal schon auf 20 Meter Länge das ganze Holz rausgeholt. Da unten, was da drin lag. Das habe ich mal alles weggeschnitten. Aber jetzt hat er so Schnur genommen, dass der bis ins Hinterste da reingeschwommen ist. Da ist ein so ein Weidenbaum unten mit Wurzeln. Und da haben die Wälze beim Laichen das ganze Ufer ausgespült. Das ist komplett unterspült. Ich bin hier direkt am Ufer so weit drin gestanden. Das ganze Holz ist also da unten, sind lauter solche Weidenwurzeln und da ist nur Sand, das ist komplett ausgehöhlt. Und ich habe das da gesehen, schon im Frühjahr, wie da die Wälze alle drin stehen.
und da rumleichen. Jungs, wisst ihr euch noch, was ich im Keller gefunden habe gestern beim Aufräumen bzw. beim Roten vorbereiten? Ihr kennt sie alle. Die Bollinadel vom Brauns. Die ist mal irgendwo bei... Ich hab sie wieder, die Krumme. Die kennt ihr aus irgendeinem Video vom Capzilla, war das, glaube ich. Gab es irgendwann mal so einen ersten Teil, da war ich angeln, da ich diese Bollinadel. Die habt ihr alle so lustig gefunden. Die Krumme. Sie ist übrig geblieben, weil alle anderen schon wieder abgebrochen sind. Jetzt kommt sie wieder an den Start. Und eine krumme Bollinadel, ne? So, krumme Bollinadel oder den Corda Puller. Kennt auch jeder. Das gute Stück, das ist schon genauso alt wie mein Angeln. Ja, hin und wieder brauche ich sie, wenn die anderen Dinger alle immer wieder abbrechen. Die ist bis jetzt noch nie abgebrochen. Ist so wahr. So, noch einen schönen Kicker drauf. Ach Gott, Mann. Ich bin schon wieder... Das ist ja das, wenn man Jäger ist, ist man dann on fire bei so einer Aktion, ey. Das war ein richtig dickes Eisen, Jungs. Ich sag's euch. Das war ein richtig dickes Eisen. Ich habe die Sache erst unterschätzt, weil... Vorher ist nämlich auf dem Platz hier, auf dem Spot, schon einer gebuckelt. Den habe ich gesehen. So, das war aber nichts Großes. Da habe ich gedacht, ah je, da wird bestimmt jetzt irgendwann so ein kleiner beißen, weil hier hinten echt gern viel kleine Fische sind. Aber Alter, dann kommt die Dampflok. Einfach mal so, aus dem Nix, bam, Dampflok. Und der Brauns denkt an Gummer. Auf ein neues, Freunde. Graf Koks mit pinkem Pop-up. Weich, nebenan geht nämlich eine Sandbank hoch und ich habe im Loch geangelt. Da habe ich jetzt auch gerade eben wieder reingebrochen. Alter, ich muss erstmal diese ganzen Scheiße aus meiner Warthose rausmachen. Ich habe hier immer noch Äste drin. Ja, so, liebe Leute, warum geht's eigentlich? Warum sind wir heute am See? Genau. Ihr habt ja jetzt schon in dem Video gesehen, dass wir den Deadhead Custom Rods, den Marvin, besucht haben. Und er mir praktisch diese Routen neu aufgebaut hat. Also ich muss jetzt sagen, eigentlich sind es richtig geile Routen geworden. Ne? Also er hat sich da richtig reingehängt, das ist einfach ein mega Ding. Es ist eigentlich viel zu schade, die aus der Hand zu geben. Aber irgendwie muss dieses Video... was wir ja gemacht haben, auch mal zu irgendwas führen. Ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Spaß dran, mal sowas anderes, so einen anderen Winkel zu sehen aus der ganzen Geschichte, die wir ja im YouTube machen. Wir wollen ja nicht immer nur angeln, aber natürlich wollen wir vieles mit dem Angeln verbinden. Das haben wir jetzt auch wieder hier gemacht. Ich habe jetzt eben gerade, wie ihr es ja gesehen habt, diesen Fisch da dran gehabt. Ja, das war, glaube ich, schon ein richtiges Krokodil, ey. Also so wie der abmarschiert ist und ich kenne das ja ein bisschen hier, das war wieder einer um die 25 Kilo, ey. Also ich hätte ihn jetzt schon gern gefangen, aber ja, man kann sie nicht alle kriegen, ne? So läuft es halt. Genau, also was ist Sinn der Sache? Wir haben ja mal, ja, oder viele von euch kennen ja mittlerweile auch so ein bisschen dieses Oldschool-Projekt, was da im Moment um den Peter Schwedes läuft. Und ich bin ja eigentlich auch so jemand, der solche Sachen gut findet. Ne? Also ich bin jemand, der auch schon sehr lange dabei ist, der das von ein bisschen mit Anfang an kennengelernt hat, der eben auch diese Routen hier schon kannte oder ich habe die live erlebt, wie andere, die am Wasser geangelt haben, wie ich zum Beispiel, ich hatte damals Century Black Max, alte, die habe ich auch heute noch, aber andere um mich herum haben eben genau diese Northwestern-Routen geangelt. Und ich muss auch sagen, also jetzt heute, jetzt nach diesem Eindruck, nach dem Werfen, nach diesem Fisch, der da drauf war und so, die Routen funktionieren immer noch. Und das sind natürlich nicht so leicht wie die aktuellen Modelle, aber es sind wirkliche Liebhaberstücke, ne? Auch so wie sie jetzt aufgebaut sind, in diesen Details drin, ne? Also es ist wirklich, da ist richtig Arbeit reingeflossen. So, und ich habe mir natürlich jetzt überlegt, was machst du?
Stelle ich mir die jetzt in den Keller oder angel ich mit denen regelmäßig? Also ich bin jetzt nicht so der Nostalgiker, der regelmäßig mit alten Ruten angelt. Ich habe so Sachen eigentlich schon gerne, aber ich muss es jetzt nicht dauerhaft angeln. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es da draußen in der Branche viele Leute gibt, die sich genau mit solchen alten Sachen beschäftigen und auch gerne solche Sachen sammeln. So, und deswegen habe ich jetzt überlegt, auch lange hin und her überlegt, und ich weiß auch noch nicht immer ganz genau, wie ist es so am Ende, was kommt bei raus. Aber ich würde diese Ruten schon gerne, also verkaufen. Ich würde es jetzt nicht gerne einfach nur verschenken, weil mich hat es natürlich jetzt auch einiges an Geld gekostet, dieses Projekt neu aufzubauen und so, also das aufbauen zu lassen. Und ich habe jetzt da auch mit Marvin drüber geredet, also mit dem, der diese Ruten gebaut hat. Der hat auch ein bisschen traurig geguckt und hat gesagt, ach, willst du das wirklich machen? Da habe ich gesagt, ja. Man muss auch irgendwie mal weiterkommen, ne? Und man muss sagen, jetzt mach, komm, pack ein, hau raus. Und deswegen ist jetzt der Plan, dass ich diese Routen bei eBay reinstellen werde. Also alle beide, nur im Paar natürlich. Und vielleicht findet sich ja jemand unter euch, der sagt, das ist genau mein Ding. So eine Northwestern Long Range fehlt mir in meiner Sammlung und auch gerade so schön aufgebaute und auch so liebevoll behandelte und natürlich jetzt auch ein bisschen in einem Video mal benutzt und so. Also vielleicht findet sich jemand, der sagt, okay, das ist mir was wert und ich hau in die Tasten und bin dabei. Allerdings, mich hat das jetzt 600 Euro gekostet, nur dieser Umbau. Von daher habe ich jetzt auch gedacht, komm, es wäre auch schon nice, diese 600 Euro mindestens wieder zu bekommen. Also wenn ich die nicht rauskriege oder jemandem das nicht wert ist, dann behalte ich es echt selber. Also wir werden die mit 600 Euro Startpreis reinsetzen. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht, das werden wir einfach sehen. Aber ich werde jetzt schon mal zusichern, dass ich diese 600 Euro Startpreis, wenn das erzielt wird, mindestens an dieses Oldschool-Projekt spende. Also die Jungs haben da ein Jugendangeln geplant, um eben Jugendlichen, also jungen Anglern, mal ein bisschen so diese alte Schule beizubringen oder auch darüber, die mal ein bisschen das miterleben zu lassen. Da, ja, keine Ahnung, wie das dann ausgeht. Also ich werde auf jeden Fall diesen Jungs, also dieses Geld spenden, also mindestens diese 600 Euro. Dass das Jugendangeln dieses Jahr stattfindet, ist, glaube ich, außer Frage. Das wird nicht klappen wegen Corona-Kram, aber im nächsten Jahr ist es wohl angesetzt. Da ist irgendwas in Planung. Und wie wir das dann genau machen, weiß ich noch nicht. Also ich werde dann vielleicht auch mal dahin fahren oder so, mal gucken. Und wenn die da irgendwas angeln, vielleicht auch mal irgendwie mitangeln, weil ich weiß es nicht. Das müssen die entscheiden, was da so geht. Ich habe ja auch in diesem Buch nicht mitgewirkt und so. Aber ich finde es trotzdem eine geile Sache und deswegen habe ich gedacht, komm, mach, hau mal das Ding da rein. Und vielleicht hat jemand von euch, der alte Ruten angelt, Freude damit. Und freut sich auch drüber, dass wir so ein bisschen dann da dieses Oldschool-Projekt mit unterstützen. Ne? Mal gucken, ich weiß halt auch nicht, wie hoch der Finanzbedarf bei diesem Angeln ist, was die da machen. Nachher heißt es dann, oh, das brauchen wir gar nicht so viel Geld, was macht man damit alles? Und deswegen sage ich jetzt erstmal, diese 600 Euro gebe ich auf jeden Fall, wenn die Routen auch wenn sie nicht verkauft werden und keiner hat sich bereit erklärt, das zu bieten, ich hau die 600 Euro jetzt schon trotzdem noch mit in den Topf. Ne? Also das ist schon mal safe. Genau, das war es eigentlich erstmal soweit. Ich hoffe, euch hat das so gefallen, was wir gemacht haben und auch so ein bisschen mal so das alte Karpfenangeln beleuchtet. Wenn ihr Lust habt und euch solche Sachen gefallen oder ihr auch das Video allgemein gut fandet, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und ja, ansonsten werden wir jetzt noch ein paar Aufnahmen machen. Wenn hier jetzt nichts mehr geht, gehe ich eventuell morgen oder übermorgen nochmal auf eine andere Stelle und angel nochmal instant irgendwo ein bisschen rum. Vielleicht kriege ich doch nochmal einen Fisch vor die Kamera, hier auch mit den Ruten und so. Ansonsten habt eine gute Zeit, bleibt sauber, genießt das Angeln in allen Facetten und wünsche euch was. Bis dann, ciao.